sich irgendwie an der Schnalle verfangen haben. Was für ein Glück. Wir brauchen Axel noch länger. Au! Habe ich erwähnt, dass es auch Nahkampf im Sabel gab? Tut's weh? Tut so. Ha. Meine Nase, das ist nicht nett. Boah, boah, boah. Tada! Der kann fechten, der geht nämlich zurück. Mist. Na, so schlimm ist es doch nicht. Oh. Ja, vor mir habe ich jetzt den Peter, das ist sozusagen der Senior dieser großartigen Fechttruppe, die wir soeben gesehen haben. Peter Klingenspiel ist ja mal ein cooler Name, oder? Ja, und trifft genau das, was wir tun. Old Sword Play heißt es auf Englisch, aber es ist das Spiel mit der Klinge und mit allem, was dazugehört. Wie lange gibt es Klingenspiel schon? Als Verein gegründet wurden wir 2004, habe ich damals gegründet. Historisches Fechten machen wir seit 1998. Was ist denn so das Spannende und Interessante daran, sich mit alten Kampftechniken auseinanderzusetzen? Das Interessante ist einerseits natürlich das Handling, wie gehe ich mit der Waffe um, aber für uns auch immer relevant, in welchem historischen und gesellschaftlichen Kontext ist, welche Waffe benutzt worden. Und historisches Fechten, ohne zu wissen, warum und wie benutze ich das Ding, bringt es nicht. Es geht ein Soldat am Wolgastrand. Naja, vor allem kommt jetzt einer mit Hände ins Bild, macht aber nichts, gehört auch dazu. So, die Frage ist, wird's jetzt laut? Ja, auch das Grubenausheben war schon in früheren Militärzeiten eine beliebte Geschichte für die einfachen Soldaten. Und die Kommandierenden schauten zu. Nein, ich bin der Kommandant. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Die Hacke. Tja, die Uniformen schauen verdammt nach Monarchiezeit aus. Gibt's da recht in der Annahme? Es ist folgendes, mir drängt die Uniformen der KNK-Armee, der Infanterie, von den Jahren 1867 bis 1918 in Verwendung waren. Hier hat man einen höheren Unteroffizier, einen Zugführer der KNK-Armee. Ihr habt keinen Zugführer war mit Lokomotiv? Nein, das nennt sich Zug. Das Militär bestellt sich, es fängt an. Also eine, na?
Mann, Trupp, Gruppe, nein, Zug. Mann, genau. Also so Zug, wie man Nippel, Kohorte, genau. Legion. Ja, genau, richtig. Aber das ist richtig erfasst. Richtig. Also Rotte, Doppelrotte, so geht's ja, genau. Nein, Rotte kenne ich von den Wildschweinen. Nein, Rotte sind zwei Mann, nicht? Dann gibt es die Doppelrotte und so soll's sein. Dann gibt es den Zug. Schwarm, genau. Das heißt, wenn ich heute auf der Straße zwei Polizisten begegne, habe ich eine Rotte vor mir. Würde man zu besetzen anschauen. Ja, genau. Genau. Genetischer Sondermüll. Und dann kam die Feldgrau-Uniform. Denn weil es kommen, umso später du gesehen wirst vom Gegner, umso höher die Überlebenschance. Und dadurch dann der Wandel der Zeit immer mehr sich zu tarnen. Nein, der Monarchie waren sie zum Kämpfen viel zu schön. Das ist so, ja. Wie viel hat es gegeben? 170 Regimenter? Gell? Nein, 102 Regimenter. Jetzt, na, also so wie diese zwei Herren da sitzen, sitzen sie normalerweise im Sattel eines Pferdes. Sehe ich das richtig? Ja, wir sind die reitende Artilleriedivision Nummer 2. Eine berittene Truppe in Wien in der Attestierung von 1910. Mit den Pferden haben wir ein kleines Problem. Die Versorgung ist sehr schlecht mit Nahrungsmitteln, daher mussten wir die Pferde essen. Das heißt, ihr habt eine Leberkasse mal verputzt. Wir haben eine Leberkasse mal draus gemacht. Das hat uns allen sehr geschmeckt. In der Mahlzeit werdet ihr auch etwas vorführen. Ja, wir werden Mittagssalut mit der Kanone schießen. Auf Spatzen hoffentlich. Naja, also im HGM sind sehr viele Tauben. Ich hoffe, dass wir ein paar kriegen, nicht? Achtung! Gebt! Feuer! Jetzt sagst du mal, Arnold, wo ist bei dir die Flöten eingebaut, mit da, was du da gespielt hast? Da! In da der den, Tasse! Den Met hätte ich auch gern, dann kann ich auch Flöten spielen. Wohl sein! Thank you.
mein Kommando. Hier! Ballon! Tut! Tja, liebe Leute, was als kleiner Stadtstreicher bei Pulverdampf und Montur gelandet ist, verabschiedet sich jetzt am Ende als Robin Hood nach Hause